Sie sehen die erste wöchentliche Reportage im Internet in voller 45-Minuten-Länge. Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen Buschka entdeckt Deutschland. Ich entdecke für Sie Menschen und ihre Geschichten ganz ohne Drehplan. Es gibt natürlich Entertainment exklusiv beim Sender Ihres Vertrauens, 7Load. Man arrogante Menschen finden will, die es ja überall gibt, die es meinen anhand ihrer Geburtsstadt, wobei Geburt reiner Zufall ist, wären sie was Besonderes. Das haben wir dann schon in Düsseldorf, ja. Landeshauptstadt. Und da ist man schon was Besseres und da trägt man Gucci und Armani. Und wer das nicht trägt, wer also in so einem Outfit auch zu Hause rumläuft, der wird schon schräg angeguckt. Buschka entdeckt Deutschland, live und direkt, alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. Geschichten des Lebens, gleich vor deiner Haustür, das Leben, die draußen aufstehen und raus hier. Was so die Vorurteile gegen, oder diese, sag mal, Gegensätze zwischen dem deutschsprachigen und dem sogenannten Ostkanton hier in Belgien betrifft. Mhm. Das hat nicht nur mit dem Krieg zu tun, sondern einfach gegen Vorurteile, die durch nicht verstehender Sprache entstehen, der Kommunikation. Ja. Mhm. Weil, denn die gleichen Vorurteile bestehen ja auch zwischen Wallonen, also diesen französisch sprechenden Teil, und zwischen den Flamen. Ja. Ah, jetzt fällt mir das auch ein. Es gibt im Gebiet angrenzend an die Eifel, gibt es einen deutsch-belgischen Teil. Das ist jetzt aber hier nicht das Gebiet. Dort, das ist also hier schon nicht mehr, das ist Wallonie. Aber wenn Sie jetzt 10 Meter weiter gehen, dann kommen Sie in den sogenannten deutsch-belgischen Teil. Ah, genau. In den sogenannten Ostkanton. Die haben sogar einen eigenen kleinen Fernsehsender. Ich sollte für die auch mal was machen und so. Genau, und das geht dann bis zur Luxemburger Grenze, zieht sich das, dieser sogenannte Losheimer Graben. Das ist an der Grenze zur Eifel, kann man sagen. Ja. Ja, da kommen wir heute nicht mehr hin, aber jetzt sind wir hier, sind in diesem alten Zollhaus und haben Sie hier eine Familie auch? Ja, meine Tochter wohnt hier, es ist so ein U-förmiger Hof hier, die wohnt auf der anderen Seite mit meiner Enkeltochter und mit Schwiegersohn. Und was ist jetzt so, wenn Sie mal Werbung machen wollen, das Besondere an den Belgiern? Sind die warmherziger oder witziger als die Deutschen? Oder? Ja, ich halte so Verallgemeinerungen wie die Belgier oder die Deutsche halte ich sowieso immer für gefährlich. Ja. Ja. Aber, der Belgier an sich. Der Belgier an sich zum Beispiel ist also noch ess- und trinkfreudiger als der Deutsche und hat so schon mehr diese romanische Lebensart, dieses laissez-faire. Wie der Franzose. Wie der Franzose, ja. Der Belgier arbeitet wirklich also um zu leben und lebt nicht um zu arbeiten. Mhm. Das ist schon der Unterschied. Das ist aber bei uns Sauerländern ist das sogar so. Bei mir ist das auch so. Also dann esse ich da das Schinkenbrot. Die Arbeit muss warten. Das ist da in Sauerland eingeschlossen. Hat man das auch denn schon, ja. Und ich komme ja aus Aachen und der Rheinländer hat ja auch dieses Laissez-faire schon mehr. Mhm. Als sagen wir jetzt der Westfale oder so. Ne? Und sind eigentlich auch offener. Zumindest geben sie sich offener. Ne? Ich meine, klar, jede Landschaft hat ja irgendwie ihre Prägung, die sich aber immer mehr auflöst. Weil wir befinden uns ja eigentlich in einer Völkerwanderung schon seit dem Zweiten Weltkrieg, wo sich alles vermischt hat. Völlig, ja. Also wenn man heute jemanden fragt, wo kommen deine Eltern oder Großeltern her? Früher sagten die, ja, wo soll mein Vater herkommen? Ich bin aus Gummersbach, mein Großvater war aus Gummersbach, mein Urgroßvater und die Urgroßmutter auch. Und man heiratet ja auch nur in Gummersbach, den Gummersbacher. Ne? Das ist ja die anderen sind ja komisch hier, 10 Kilometer weiter in dem Dorf, das wollen wir nicht. Genau. Ja, da das ist ja heute nicht. Fanden so, wenn da Kirmes war oder Jahrmarkt, dann fanden die berühmten Schlägereien statt, wenn die vom anderen Ort denn rüberkamen. Das ist ja heute alles nicht mehr. Gott sei Dank. Ne? Haben wir ja irgendwann begriffen, dass unsere Erde rund ist und dass wir alle Erdbürger sind. Und da ist auch eine intereuropäische Freundschaft entstanden. Gott sei Dank, ja. Wie sind Sie einfach Kumpels, Freunde? Was verbindet Sie? Wir leben zusammen seit 4 Jahren. Und Sie arbeiten auch hier? Ja. Was machen Sie? Also ausbildungstechnisch bin ich Restaurantfachmann in Belgien ausgebildet, habe allerdings mit meinem Freund, dem Walter, hier an dem Haus jetzt die letzten 2-3 Jahre gearbeitet und wir sind noch dabei. Ich finanziere mich im Moment mit Gartenarbeiten, privat gesehen, bei Leuten privat. Ne? Und
sowas halt eben, um sich über Wasser zu halten. Aber das ist unser Ziel, dass das alte belgische Haus hier irgendwann einen Schuss zu kriegen und irgendwann so darin leben zu können, dass es rentabel wird. Ne? Also es ist schon ein Weg, es ist schon ein langer Weg. Ja, hier sind ja noch zwei Etagen drüber, die stehen eigentlich so ziemlich brav, sind aber auch so schöne alte Fußböden, die mit Ochsenblut und mit Farben sowas von überstrichen sind, Türrahmen und sowas alles. Also es ist unwahrscheinlich viel Arbeit. Die dann so Stück für Stück saniert werden. Und im September fängt er eine Gesangsausbildung in Eupen an. Soweit ist es noch nicht. Aber September ist schnell, aber wir haben ja jetzt schon Juni, dann ist es nur noch. Auch das ist unser schöner Innenhof. Und guck mal, wenn man nicht ganz fertig ist, über Inn und Teilchen und was alles. Das ist jetzt der Teil von Walters Tochter, ihrem Mann und Kind. Ja, somit ein altes Stückchen. Das sind ja die auch ganz alten Steine hier noch. Also aus welcher Zeit ist das wohl? Die sind so circa 120 Jahre alt, also aus der Zeit, als das Haus gebaut worden ist. Wobei auch geografisch gesehen, man sagt, dass die Straße, die hier runterläuft, die Route National, eine alte römische Straße auch war, mit ähnlichem Kopfsteinpflaster, ehemals. Was uns da jetzt auch schon wieder mit Aachen verbindet, der alten Römerstadt. Charlemagne. Ja. Darum heißt auch da diese Straße, Route National heißt also Route Charlemagne, also Straße Karl des Großen oder die Route des Karl des Großen. Er hat ja ein Herrestal und so, hier in Belgien hatte er ja sein Jagdgebiet gehabt und ist ja auch hier an der Kante gebürtig, der ist ja in Herrestal geboren, der Karl der Große. Der hat sich ja überall mal schöne Sachen hinstellen lassen. Ja, da konnte der Kaiser Wilhelm konnte das auch nicht in dem Maße nachmachen. Nein. Das ist also von all diesen Personen, glaube ich, immer das Vorbild. Ach, so will ich das auch machen. Es gibt auch noch eine tolle Burg in Kelmis, die Emmaburg. Die ist noch von Karl dem Großen gebaut und ist Emmaburg genannt worden, weil er die seiner Tochter Emma geschenkt hat, einer seiner Töchter, die er über alles liebte, die er so sehr liebte, dass er sich nicht mal verheiratet hat, die da ein sehr unglückliches Leben in der Kaiserpfalz führten. Also Hauptsache, er fand das toll, aber wie es ihr ging, war egal. Nein, der hatte also da 8 oder 9 Töchter um sich geschart, die alle nicht heiraten durften. Und das war der Nachteil. Und sein Sohn Ludwig der Fromme hat sie in kurzerhand alle ins Kloster gesteckt, damit war der Fall dann erledigt. Da waren sie auch schon nicht mehr im heiratsfähigen Alter. Da war es eh gelaufen. Es war vielleicht falsch verstandene Vaterliebe. Ne? Das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Nein. Die Nachkommen dann ausgeblieben. Ja. Dem ja, klar. Aber hier, das wird wirklich hier schnuckelig hier mit dem Teich. Wenn das mal fertig ist, wird das recht schön hier. Mit Seeröschen rauf. Ja. Ich sehe das schon vor mir. Ja. Was ist denn so das Besondere an der belgischen Küche jetzt? Jetzt muss ich mal den Restaurantfachmann fragen. Pastis, Schokolade. Ja, da haben wir. Ich spreche wir ja bewusst nicht von den Kroketten und Pommes frites und so. Das ist natürlich auch ein Nationalgericht. Mayonnaise. Ja, aber da gibt es natürlich noch feinere Sachen, mit denen die. Ja, Chocolaterie Jacques für Ostbelgien. Ne? Mhm. Also haben eigentlich eine sehr gute Schokolade, die ist auch hier im Industriegebiet. Aber wenn man jetzt so von belgischem Lieblingsgericht spricht, Boulettes liégeoises, das sind quasi Frikadellen oder Buletten, wie auch immer man das möchte, Hackbuletten, ne? mit so einer Soße, die eigentlich der deutschen Kaninchensoße, also Kaninchenbraten schmeckt mit Rosinen und sowas alles. Ach, das also können wir ja gleich irgendwo essen, mit Pommes dabei. Mit Pommes, irgendwo. Ja, richtig. Ja, Pommes muss in Belgien. Ja, das muss ja. So Königinnenpastätchen zu allem. Ne? Spötter behaupten ja, die belgischen Frauen hätten viereckige Brustwarzen, damit die Kinder sich an die Fittenform schon gewöhnen, die Babys. Ne? Das können wir ja vielleicht auch hier irgendwo mal rausschneiden.
Was auch noch interessant ist, was die belgische Küche betrifft, die haben mehr als 100 verschiedene Muschelzubereitungen, also Muschelrezepte. Ne? Das ist unvorstellbar, was die aus Muscheln alles machen. Ne? Das darf ich aber nicht essen, da hatte ich so einen Eiweißschock. Habe ich mal an einem Abend irgendwie schön Muscheln gegessen, dann am nächsten Morgen auf einer Zugfahrt irgendwie oder Mittag Krabben und dann habe ich einen Eiweißschock bekommen. War zu viel dann. Das war zu viel. Also mit den Muscheln. Ich komme dann erstmal ins Probieren und hier und da ist zu viel. Das ist zu viel. Der Jan darf das aber alles. Ich muss da ja aufpassen müssen. Sich die Portion Muscheln teilen mit jemandem oder was. Ne? Wir hatten da noch Mieter drin vorher, aber jetzt wollen wir auch erstmal keine Mieter mehr haben, weil wir die Stockwerke Stück für Stück sanieren. Und naja, vielleicht verkaufen wir es auch irgendwann mal wieder. Oh, das ist ja hier natürlich. Also hier kann man, ich sehe das schon mit dem Grillen hier. Machen wir auch oft. Ne, wir was haben, hier für also wir sind, dann, wir sind sehr, sehr gesellschaftliche Leute hier. Also wir haben immer viele Leute da. Also es wird auch einen großen Tisch. Also vor allem kommen dann so kulturelle Schocks dazu, die nicht ganz zu uns passen, aber Leute, die auf Goa stehen, auf mehr so schamanische und irgendwie sowas alles. Also wir haben ja auch noch einen Künstler wohnen auf dem Hof, der ist sehr interessant, der ist aber ein bisschen scheu. Ja. Ja, können wir ihn jetzt vielleicht auf zärtliche Weise überraschen. Vielleicht, mit einer Anfrage? Vielleicht, wir können auch mal runter ins Grundstück gehen. Da sind ein paar Sachen, die sind so aus dem Wald. Ich weiß nicht, ob er das so schön findet, wenn ich sie zeige. Aber nee, das stimmt, das geht nicht. Das müsste er dann sagen. Das müsste er erlauben. Ja, aber das muss er genügen. Sonst guck mal, ob da unten, ja, guck mal. Wir gucken mal, ob der Künstler da ist. Ja, das wäre von meiner Enkelin. Das ist ja süß. Meine? Ja, hier sieht man alles wild aus. Das gehört auch alles dazu? Ja, das gehört alles dazu. Mensch, das ist ein Haufen Zeug. Das macht ihr beiden alleine? Ja. Wir zu dritt mit dem... Ah, mit dem Künstler. Mit dem Künstler. Der hat hier jetzt auch so sich Beete überall angelegt und sich da unten einen Garten hingemacht. Also, sah auch schon mal anders aus. Aber der ist jetzt gerade nicht da, ne? Soll ich mal. Nee, dann darf ich nicht. Ich einen Druck zu kriegen, was der macht. Der holt sich also die Brille. Dann schweißt er sein Angesicht, das soll total sein, ne? Ja. Und das sind sogenannte Baumstämme, die Wespenstiche abbekommen haben, die dann so geschwülstartige Wucherungen bekommen. Ach so, jetzt wirklich? Ja, wirklich. Echt Wespenstiche in den Baum? Wespenstiche in Bäumen, ja. Und da passiert was. Ja, das ist schade, phänomenal. Ich frag ihn mal, ob er mal was dazu sagen möchte. Das ist ja richtig schön hier hinten. Ausstellung oder so. Also das kann man sich... Hier so ein Stückchen da wäre das Cover von so einer Butter oder von so einer Milchverpackung. Hier, ne? Da muss man sich diese Plastikrollen da wegdenken. Aber die sind ja nicht immer da, die sind jetzt normalerweise nicht da. Guck mal da. Ja. Ich bin ja auch nicht so. Aber mir geht es immer nur darum, ungefähr die Form. Deswegen müssen wir eingesetzt werden. Kann man es auch machen. So, 16:9, 4:3, wie ihr es wollt. Wie Sie es wollen, liebe Zuschauer. Zuschauer ist König. Wenn der Zuschauer sagt, mach hier 4:3, mache ich das? 16:9. Ja, man hat ja dieses Ostkanton, was eigentlich hier nun endet. Ne? Aber hier ist ja die Landschaft noch gleich wie jetzt 20 Meter weiter. Ne? Mhm. Weil hat er so früher, als es im Deutschen Reich gehörte, hieß das Butterfass. Mhm. Also dieser Bezug jetzt zur Butterreklame ist dann schon wieder interessant, dass der gerade von Ihnen kommt. Ne? Es hieß Butterfässchen. Weil hier so viel Landwirtschaft ist und viele Kühe, viele Weiden. Weil hier so viele Kühe waren, ja. Und die Butter kam dann von hier und in Wallhorn zum Beispiel ist einer der größten Milchlieferanten Europas. Mhm. Und die Milch von Wallhorn geht also nach Deutschland und eigentlich ganz Nordrhein-Westfalen. Die ganzen Supermärkte verkaufen eigentlich dann in ihrer Verpackung dann wiederum Wallhorner Milch. Das kommt alles hier von euch aus. Ja.
immer darauf achtet, wenn man es weiß, dann sieht man diese Milchwagen immer wieder auf der Autobahn, die denn durch Nordrhein-Westfalen kamen. Nein, hab ich vorher auch nicht so drauf geachtet. Man überholt den Lastwagen und findet den lästig. Ne? Aber wenn man dann auf einmal weiß, aha, Wallhorn, das sind die Milchwagen, und, ne, dann macht es dann auf einmal Klick. Dann sieht man erst, wie viele davon unterwegs sind. Dann versteht man, ja, das, wie Milch macht. Ja. Die Milch ist unterwegs. Ich merke gerade, jetzt knallt die Sonne hier. So was, sind das, sie halt eben, die Künstler. Will er nicht? Nein. Okay. War mir aber auch klar. Ja, also, ja. Ja. Aber wir müssen er hat gesagt, also wenn er sowas tolerieren würde, dann würde er das auch wirklich ausstellen und dann selbst mit inszenieren. Ne? Ja. So, aber gut, schade, dann hätten wir natürlich jetzt ein alternatives Publikum für ihn und er wäre zufällig jetzt gefunden worden, also es gab ja keine Recherche. Genau. Wie immer. Mhm. Aber gut, schade. Schöne Grüße an den Künstler, den ich jetzt nicht treffe. Ja. Aber ich würde sagen, vielen Dank für euch, dass ihr euch ein Momentchen Zeit genommen habt. Gerne geschehen. Auf unserer Reise und euch und uns hier diese schöne Liegenschaft gezeigt habt. Ja, ich will hoffen, dass ihr noch viel Interessantes hier entdeckt. Ja. So, Werbung hier wegmachen, hier vorne alles. Das sind hier diese Original Boulette Liégeoise. Liégeoise. Genau. Das ist eine Zwiebelsoße. Dazu gibt es die Frieden. Und dann so einen Apfelkompott. Gucken Sie sich das mal an. Das ist auch eine Spezialität. Damit mache ich jetzt hier das nochmal drauf. So, der Jan hat nämlich auch ein bisschen Hunger. Der will nämlich jetzt eigentlich auch was essen, ne? Kann das sein? Ja. Schmecken süß, so ein bisschen innen. Das schmeckt süß. Sie sehen die Altstadt von Eupen. Oh, das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Fahr doch mal rechts noch mal ganz kurz. Ich bin da in diesen Altstadtbereich. Eupen ist ja, wie gesagt, im Krieg nicht zerstört worden, hat ja der Kollege gesagt. Was? Das war aber von den Baustellen. In Baustellen zerwirkt. Ja, das gucken wir uns mal an. Hier ist schön. Das gefällt uns. Hier wird ein Teil von Buschka Industries entstehen. Schön, liebe Kinder, schaut mal hierher. Da ist da schon eine leckere Musik. Und Schokolade haben wir noch nicht gegessen. Ja. Sogar Dönerläden gibt es hier. Guck mal, lieber Zuschauer, wie schön es hier ist.
Hi, zu Grenzübergang TV. Ha, das gibt's ja in Europa schon gar nicht mehr, aber wir spielen das jetzt nochmal nach. Heute Belgien-Deutschland. Viel Spaß dabei. Film ab! Wo ist denn hier die Grenze? Ich sehe ja noch nichts mit Grenze, wa? Da haben wir ihn ein bisschen veräppelt, wa? Da haben wir aber selber nichts gewusst. Ich wusste das nicht. Ne? Wusstest du das? Jan weiß alles. JanWeißAlles.de, ein neues Format. Bleiben Sie dran. Eine kurze Werbeunterbrechung. JanWeißAlles.de von Jane Vogel Production. RadikalDigital.de. Da ist schon die Grenze. Ist ja keine Grenze mehr, ich weiß. Ist nicht mehr, gibt es nicht mehr. In Europa. Das ist die Grenze gewesen. Zack, Deutschland. Und hier sofort. Die Erotikmesse. Da muss man sich nur Episode 3 angucken. Da sieht man schon ein kleines bisschen, was los ist auf der Erotikmesse. Unbedingt mal Episode 3 anschauen. Das ist Erfurt, ne? Erfurt, einfach mal gucken. Ist sauber? Guten Tag. Wir sind jetzt in Aachen inzwischen. Ich arbeite als hauptamtlicher Samurai der Stadt Aachen und schaue, dass hier so alles beim Rechten bleibt. Wenn jemand sich ein bisschen daneben benimmt, passiert es schon mal, dass ich ihm den Kopf abschlage. Das ist aber sehr selten und meistens gucke ich, dass hier genügend Marmelade verkauft wird. Denn Aachen ist eine Marmeladenstadt, das wissen wir. Es ist nicht nur eine Römer... Sie von... Ja, nochmal. Aachen ist nicht nur eine Marmeladenstadt, sondern vor allem eine alte Römerstadt. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie uns gewogen. Wir sind jetzt in Aachen. Jetzt ist es soweit. Das ist quasi hier der Times Square. Hör mal, fahr mich nicht über. Das ist auf Video alles hier, mein Freund. Macht im Gehirn Aggressionen d'amour. Ich könnte mich so aufregen, Jan. Mach das nicht. Ich könnte mich so aufregen. So. Veranstaltung, unbedingt kommen, das wird toll. Was ist denn da so toll? Das ist für einen guten Zweck vor allem, dass wir unsere Tore geöffnet lassen können, weil wir ein bisschen finanzielle Probleme haben. Autonomes Zentrum, das sind natürlich nicht die von Heiligen Damm, die da Steine geschmissen haben. Nee. Es könnte sein, dass einige Zuschauer so eine Frage stellen. Das hört sich ja ein bisschen klar, an, autonomes Zentrum. Das ist auch so ein breit getretener Begriff, der natürlich auch furchtbar missbraucht wurde, vor allem jetzt gerade mit dem, was in Heiligen Damm so passiert ist. Autonomes Zentrum, was heißt das genau? Das heißt einfach nur, dass wir unabhängig sind, so wie was das Wort heißt, übersetzt. Also wir unterstützen unabhängige Kultur. Also offiziell heißen wir Freunde unabhängiger Kultur, e.V. Also Selbstverwalter quasi. Genau, und ja, bei uns geht es auf jeden Fall. Also bei uns geht es auf jeden Fall darum, dass wir halt keine hierarchischen Strukturen haben, bei uns gibt es keine Chefs, jeder ist ein Chef. Anarchie wird ja immer falsch verstanden, also ich finde den Begriff ja jetzt auch häufig schwierig, Anarchie, aber er bedeutet im ureigensten Sinn, jeder übernimmt Verantwortung. Genau. Das ist ja im Prinzip das, was der Kapitalismus auch möchte, allerdings vorgibt zu wollen und dann allerdings verteilt. Jetzt weiß ich nicht, funktioniert die Anarchie im ureigensten Sinne? Nicht das, was wir jetzt mit... Das ist auch wieder so ein Begriff, der halt ganz furchtbar Biersauferei und... hat nichts mit Steine schmeißen oder kaputt machen, irgendwas zu tun, sondern es hat was zu tun, was zu bauen, was zu schaffen, was selber zu machen. Vor allem unabhängig von dem, was wir so sonst geliefert bekommen als Gesellschaft an Kultur. An Kultur in Anführungszeichen teilweise. Aber habe ich das richtig verstanden? Anarchie vom Ansatz her ist, jeder ist für sich selber verantwortlich, also ich meine, auch für seine Umwelt verantwortlich, oder...
jeder ist vor allem erstmal für sein eigenes Handeln verantwortlich und das so zu gestalten, dass er innerhalb eines Kollektivs, so eins wie wir sind zum Beispiel, funktioniert. Und bei uns funktioniert es. Und da geht es halt nicht darum, dass irgendwer das Sagen hat oder so, weil da hat jeder das Sagen. Jeder kann sagen, was er meint und seine Ideen mit einbringen zum Beispiel. Wer hat denn die Anarchie oder den Begriff der Anarchie erfunden? Weißt du, wer das erfunden hat? Das geht jetzt aber nicht auf Marx oder so zurück. Nein, also ich glaube, der Begriff, der ist noch gar nicht so alt. Der stammt, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert. Aber das Konzept gibt es ja schon seit Menschengedenken. Also ich meine, die Sache ist natürlich, wenn... wenn du so Lemminge hast, die irgendwie immer nur so Monarchen und so folgen, das wollen wir nicht, okay. Aber wenn jetzt jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist auch schwierig. Nee, darum geht's ja nicht. Also es geht ja schon darum, dass man so eine Art, also das Konzept nennt sich Mutual Aid, also gegenseitige Hilfe, dass man versteht, dass der andere ein Teil von einem selber ist und so arbeitet man zusammen. Also das ist ein Teil der gelebten Anarchie. Also ich meine, das ist so mein Verständnis. Da gibt es natürlich auch ganz viele andere Leute, die das ganz anders sehen. Aber gibt es denn jetzt irgendwo ein Zentrum für diese Strömung, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich schon wie Amerika, oder nicht? Nö, gar nicht. Das ist ja gerade das Schöne dran. Also es gibt nicht so eine internationale, wie zum Beispiel jetzt im Sozialismus oder in der Geschichte des Sozialismus. Weil der sagt zum Beispiel, der Sozialismus sagt ja, das Volk ist immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten aufgestanden. Daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass es irgendwo kleine Parzellen gab von Leuten, die haben sich gegenseitig auf Deutsch gesagt den Arsch getreten, haben gesagt, steh mal aus dem Bett auf, ich gehe dahin, dann kommst du auch mit. Also es ist immer schon so ein Ding von Brot und Spiele. Irgendein Versprechen ist immer da, dass das Volk so ganz uneigennützig immer tolle Sachen macht. Fände ich auch super, daran glaube ich aber nicht. Ja, das ist ja eben, das ist eine Frage des, also ich meine, bei uns geht es auch natürlich ums dran glauben irgendwie, aber es geht hauptsächlich ums Machen. Also nicht, dass man rumsitzt, also wir sind keine Sesselpupser und Salon-Politiker, die rumsitzen irgendwo, irgendwie mal ein paar Semester Philosophie studiert haben und den ganzen Tag auch labern und nichts machen. Und dann machen wir Veranstaltungen und machen Ausstellungen und alles, was man sich so vorstellen kann in Form von Kultur. Weil das ist so das, was wir am ehesten machen können, so im Sinne von so einer Graswurzelbewegung. Also Buschka entdeckt Deutschland ist ja auf jeden Fall offen für alle möglichen Strömungen. Also gut, was ich jetzt selber nicht möchte, sind so extrem rechtsradikale Sachen. Dem möchte ich natürlich kein Forum geben. Wir mit Sicherheit auch nicht. Nein, gehe ich mal von aus. Jetzt gibt es sicherlich ganz viele, die sagen, boah, Anarchie, das ist ja bestimmt genauso schlimm. Ich sage nur, ne, wieder zu der Tenor. Trotzdem dir ein Forum, ein Appell an die Zuschauer, mach mal Werbung für Anarchie. Man soll sich vor allem nicht zu sehr das reinziehen, was man so in den Kopf geprügelt bekommt zur Zeit wegen Heiligen Damm. Dass da ein paar Vollidioten, die meinen, sie müssen Steine schmeißen und andere Leute Sachen kaputt machen, dass die Bewegung wären, die sich gegen das Ganze auflehnen bzw. dagegen was machen. Das ist nämlich nicht so. Auch wenn es in Medien dargestellt, so genauso dargestellt wird, aber es liegt daran, dass die Medien wollen Steine schmeißen sehen und Autos brennen sehen und nicht irgendwelche friedlichen Demonstranten oder Leute, die so über Frieden oder über alternative Lebensformen sprechen wollen. Wie würdest du denn so ein anarchisches Leben skizzieren? Also was jetzt so im Idealfall? Wie würdest du dir das wünschen? Ja, es geht aber hauptsächlich darum, dass man halt das macht, vor allem was man halt, also ich denke, durch die Kultur kann man da sehr viel machen. Aber dass man nicht andere Leute dazu zwingt, das auch so zu sehen oder das so zu akzeptieren. Wenn du jetzt sagst, okay, ich finde Anarchie oder Anarchismus das Konzept interessant, aber ich finde es irgendwie trotzdem, müssen wir nicht geheuern, sage ich, alles klar, ist okay, ist dein Recht. Du kannst auch jederzeit sagen, ich finde scheiße, was du machst. Und das ist eben ein Grundsatz von dem, weil anders kann man nicht miteinander arbeiten, anders kann man nicht zusammen irgendwas schaffen. Und man muss halt andere Leute mit ins Boot holen irgendwie, aber natürlich nicht auf eine Art und Weise wie, du musst das jetzt machen, weil alles andere ist blöd oder so, also darum geht es halt nicht. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, würde das ja auch bedeuten, dass man wieder zurückkehrt irgendwann, Think Big-mäßig, zu Kleinstaaten. Dass die sagen, okay, lass uns mal unser Tschetschenien sein, wir sind unser Moskau, in Ordnung, wir zwingen euch das nicht auf und nicht gegenseitig. Ist das der Fall? Das kann ich dir so nicht sagen, ich bin kein Politiker, deswegen, also wie das im Endeffekt in einer Tschetschenien vor allem eben eingebracht staatlichen Form aussehen würde, das kann ich dir so nicht sagen. Ich weiß nur, dass man halt das nicht so machen kann, wie es zum Beispiel einige Leute, die ganz wenigen Leute, die da waren, die Scheiße gebaut haben im Heiligen Damm, die das so gesehen haben, dass man alles kaputt schlagen muss, bevor man was Neues aufbaut, sondern ich bin der Meinung, dass man innerhalb dessen, was schon existiert, was Neues aufbaut. Glaubst du wirklich, das waren Menschen mit politischer Gesinnung oder sind die nicht von irgendjemandem teilweise gebraucht? Vielleicht schon, aber ich glaube einfach meistens, das sind auch so Leute, die haben mit der ganzen politischen Schiene schon mal nichts zu tun.
Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das ist ein extrem Anarcho, der sagt, ich fahre jetzt halt so schnell, was machst du da mit ihm? Ja, tut mir leid. Also nee, ist jetzt ein böses, ist jetzt so ein Extrem. Was soll ich mit dem machen? Ich kann ihm sagen, dass ich scheiße finde, was er macht. Also man kann, aber in so Extremfällen kannst du ja andere nicht immer mit dem fortfahren lassen, was sie machen. Also dann musst du die auch irgendwie bremsen und dann kommst du natürlich schon in irgendwelche Restriktionen rein. In irgendwelche Gesetze. Es geht auch immer um die also wenn wir von Macht reden, weil das ist ja genau das, womit, sagen wir mal, der Anarchismus oder Leute, die in irgendeiner libertären sozialistischen Bewegung oder irgendeiner Ideologie halt anhängen oder das so interessant finden. Das Problem ist ja Macht, ja, und vor allem Macht äußert sich ja in Gewalt. Und wenn man von vornherein Gewalt ablehnt in jeder Form und das auch wirklich lebt und ausübt und sich auch zum Beispiel gegen jede, also wirklich jede Form von gewaltsamen Protest wirklich, auch dass man protestiert, aber nicht gewaltsam zum Beispiel, das ist auch ein Teil des Ganzen, weil wie willst du irgendwelchen Leuten klar machen, dass du eine bestimmte Sache scheiße findest, wenn es die, bei der es um Gewalt geht, wie jetzt beim G8-Gipfel und im Heiligen Damm, Kriege, Hunger etc., wenn du dann losgehst und Sachen kaputt schlägst und irgendwelchen armen Schweinen Steine an die Köpfe schmeißt, dann nimmt dich doch keiner ernst, da will doch keiner mit dir reden. Aber ist Gewalt, gibt es nicht auch Formen von Gewalt, dass einfach Dinge unterlassen werden, dass Hilfe nicht gegeben wird, dass bestimmte Informationen nicht gegeben werden? Ja, ja, natürlich, sicher. Also es gibt ja, also ich behaupte, in unserer Gesellschaft gibt es ganz viel, nicht nur latente Gewalt, sondern stattfindende Gewalt durch Entziehung von Positionen, von Tätigkeiten. Absolut. Stimme ich dir zu. Von Dienstleistungen und so weiter, von Informationen. Also vor allem die Qualität der Information würde bei den Medien werden. Also das, ich meine, du wirst halt, was gerade bei solchen Sachen du halt vorgesetzt bekommst, ist halt so von was unverdaut und da sind auch so viele Motivationen drin, die mit der eigentlichen Information, so wie sie sein sollte, überhaupt nichts zu tun haben. Deswegen muss man halt gucken, wie man sich selber irgendwie Informationen schafft, was natürlich schwierig ist. Also bei unserem Format in die-media.com. Bei unserem Format ist es halt wirklich so, wir stiefeln los, sind alle paar Wochen in einer anderen deutschen Stadt. Nee, finde ich gut. Also ist auf jeden Fall eine feine Sache, vor allem wenn man halt dann verschiedene Sachen zusammenträgt, irgendwie so auch so an Meinungen und das einfach mal so ganz so wie es ist und unkommentiert vor allem. Also heißt unkommentiert kommentieren kann man es ja, aber halt nicht zerpflücken und dann so instrumentalisieren, wie es halt oft gemacht wird mit Informationen in Medien. Wenn du weißt, was ich meine. Du kannst das später gucken, ich lasse das so drin. Oh je. Nee, es geht einfach drum. Ja. Ich kann sagen. Wieso? Ich will so mit Kaffee und Kaffeemilch in der Hand über Anarchismus reden. Oh je. Wir sind neugierig. Quatsch. Wir wollen einfach gucken, was ist in den Köpfen der Leute, wie sieht Deutschland jetzt gerade aus, was passiert da und was ist ein Teil passiert einiges von Deutschland? Moment. Deutschen Gedanken. Aktuelle deutsche Gedanken. Wie heißt du mit Pfanne? Simon. Simon. Ich bedanke mich. Ja. Ich habe schon wieder hier aus der Ferne einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erkannt. Wollen wir mal gerade prüfen, ob es überhaupt stimmt. Liebe Zuschauer, Sie sind Zeuge. Ich habe das von Anfang an gewusst. Sie quatschen uns jetzt an. Schauen wir mal. Ja, scheiß Presse, halt die Presse. Ja, ich hab ja gesagt, die quatschen uns an. Ich hab's gesagt. Danke für mich. Ich werde zusammengeschlagenen Park. Die hauen mich zu Quark. Und ich liege auf der Intensivstation. Mami ruft mich an. Ich werde nach dem zusammengeschlagenen Park und du kommst mich holen in die Rehabilitation. Und du kommst mich holen in die Rehabilitation. Mein Schatz. Liegt an eine unbekannte Frau. Aber als richtiger Vollassi wäre ich dann hinterhergegangen und hätte uns den Rücken getreten. Wieso hat das nicht gemacht? Hätte uns einfach laufen lassen. Ich will nicht wissen, warum. Ich finde nur gut, dass er es nicht gemacht hat. Ja. Ich hätte mich in einem solchen Fall mit diesen Samurai-Utensilien zur Wehr setzen müssen. Ja, das ist möglich. Zwinge einen Samurai aus dem Sauerland nie zum Äußersten. Er ist eine friedfertige Kreatur, aufgewachsen mit Grünkohl und Mettwurst, mit sehr viel frischer Luft und
einem ganzen Schuss Sauerländer Friedfertigkeit, aber irgendwann ist Schluss. Wenn das überreizt wird, kann auch der Sauerländer zur Gegenwehr greifen. Das muss man. So. Es kommt im Internetfernsehen. Kann man sich downloaden. Das ist hier, soweit ich weiß, ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schlau, ne? Die sagen, das ist viel zu aufwendig, das Ding zu sprengen. Gut, erstens, warum sprengen? Wer weiß, was noch alles passiert. Das können wir ja gebrauchen. Lass mal den Bunker gleich stehen. Aber man kann, ist auch schwierig, das, so ein Ding zu sprengen. Die Russen haben das ja versucht, auf Rügen mit Prora, dieses 4,5 Kilometer lange Gebäude, was damals für die Initiative Kraft durch Freude erbaut wurde, das Ding zu sprengen, es war wirklich sehr, 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 sehr schwer. Und dann haben sie das einfach selber benutzt, weil es kostet einfach zu viel Geld, zu viel Sprengkraft, das Ding irgendwie in die Luft zu jagen. Nee, viel zu aufwendig. Und das hier ist ja, wie wir sehen, sehr gut erhalten. Da kann noch so die eine oder andere Atom-Wasserstoffbombe drauffallen. Und es passiert einfach nichts. Man kann dann zwar nur noch 2 Wochen leben, weil... Oder wie viel? Was passt so? Was kann man sich so bunkern? So Karo-Kaffee und so. Das kann gut, das hält dann noch ein bisschen länger. Aber man kann ja, das vergärt ja alles. Man muss ja auch irgendwas Frisches haben, oder? Ja. Nach ein paar Wochen wäre das schon angenehm. Ne? Und dann kommt man raus, ist schon schwierig dann. Dann ist überall, wie heißt das, Fallout. Wisst ihr, was Fallout ist? Sag ich mal ganz kurz, hier sind ja Leute, die gucken hier. Ja, die wollen ins Fernsehen alle. Nee, Fallout ist nach einem atomaren Angriff der ganze radioaktive Staub, der überall liegt. Und der ist natürlich, haftet sich dann an die Kleidung, an die Haut und verstrahlt den Menschen. Das wollen wir nicht. Deshalb führen wir Gespräche unter den Nationen, die sowieso wissen, wenn wir den Knopf drücken, ist zu spät. Wir drücken sowieso keinen Knopf. Um uns herum wird irgendwas gedrückt. Anyway, hier ist ein wunderschöner Bunker. Und ich hoffe, die Freunde des Musikbunkers Aachen haben noch viele wunderschöne Stunden hier. Jetzt habe ich das Lied Fallout von Police im Kopf. Fallout, Fallout. Ja, Police. Der Bunker ist gebaut worden, da gab es noch keine Atombomben. Da gab es halt in Anführungsstrichen nur schwere Brandbomben im Zweiten Weltkrieg, also vor über 60 Jahren. Ja, da konnten sich halt ein paar Menschen flüchten und konnten eine Weile drin überleben, als die Stadt hier bombardiert wurde. Wusstet ihr, dass die Stadt bombardiert wurde? Ja. Hier, Vogel, komm mal, ich hab Jupiter. Sag mal bitte, was du sagen wolltest. Sag mir bitte. Lass mich doch mal reden dann. Sag mir bitte. Was? Sag mir bitte. Komm, geht das auch im Laufen? Nee, falls ich ihn. Musst du die ganze Zeit so machen, ne? Ja. Sag mal, Vogel, hier, sag mal. Ich bin mal, als ich kleines Kind war, mit meinen Eltern im Auto durch die Eifel gefahren. Und da hat mir mein Papa erzählt, ja, das sind noch Vulkane hier, alles Vulkangebiet. Und seitdem habe ich, weil das auch so ein bisschen gequalmt hat, weil du eben Fallout gesagt hast, habe ich ganz schön Schiss gehabt, dass die Vulkane irgendwann explodieren. Und die Eifel ist ja so nah bei mir zu Hause am Rhein. Und habe ich echt immer so ein paar Wochen lang richtig Angst vor den bösen Vulkanen gehabt. Mittlerweile geht's wieder. Also, ja. Bei mir hat mein Opa hat mir immer schon ganz früh gesagt, das sind die Bombenkrater vom Krieg. Ja. Und die Kinder doch nicht mehr mitkommen. Jetzt habe ich denen vom Atom nicht erzählt. Was ist das Besondere? The Magic of Aachen. Wie der Amerikaner sagen würde. Ja, die Kneipen. Das ist gleich das Erste? Ja, also so der Dom. Frau. Nein, der Dom. Na, der Dom ist viel zu langweilig. Eigentlich so generell die Innenstadt.
Warum ist der langweilig, der Dom? Ich finde, weil der nicht so besonders ist, finde ich. Weil es gibt so viele Doms in Deutschland und da ist der von Paris zum Beispiel schöner oder von. Wo gibt's denn noch? Köln. Ja. Kölner Dom ist so auch schön. Ja. Ich kenne den Aachener Dom noch nicht. Also vielleicht kommen wir ja auch noch mal vorbei. Stehen, was ist gerade das Wichtigste in deinem Leben? Ja, momentan die Schule, weil ich so ziemlich viel aufholen musste und so. In welcher Klasse bist du? In der 9. Und jetzt ist, was ist das Schwierigste? Mathe ja. Wie bei mir immer? Nein, Mathe bin ich ganz gut. Mathe hier. Nee, so Deutsch und Englisch war das Problem. So. Hatte ich auch mal mit Englisch, ganz am Anfang. Ja. Da muss man einfach mal wirklich in das Land fahren, also einfach mal ja. So. Ja, Französisch. Ich war Dienstag in Paris und das war schön. Oh, Notre Dame. Ja. Saint-Germain-du-Prés. Ja. Genau. Also das heißt, das ist gerade so ein bisschen so eine Front, wo du da... Wo ich echt was machen muss. Gehen. Ansonsten eigentlich mein Sport. Was machst du denn für Handball. Sport? Ja. Brauchst du schon so Bezirksliga und sowas eigentlich? Nee, momentan sind wir noch Kreisliga. Aber wir hätten Oberliga spielen können, aber... Ja. Dann wünsche ich viel Glück. Dankeschön. Und du? Was ist denn dein Ich gehe lieber feiern. Das ist das Wichtigste gerade in deinem Leben? Nein, mein Freund. Ah. So im Moment. Sag mal, weißt du, was du machen kannst? Du kannst deinem Schatzi in diese Kamera eine Nachricht hinterlassen. Das kannst du. Kannst nein, du das mache ich nicht. Ich liebe dich. Wie heißt er denn? Ich? Nein, dein Schatzi. Sebastian. Doch, Thomas. Sebastian, hör mal, das war schön, dass du mir das Spaghetti-Eis letzte Woche gekauft hast und so. Irgendwie sowas. Sebastian. Emotionen wollen wir. Hasta la Uego. Hasta Luego. Emotionen. Ich liebe dich dafür, dass wir letzte Woche ins Kino gegangen sind und dass du immer für mich guckt, da bist. Ich guck da. Ah, entschuldige. So, das reicht. Nochmal, kannst du es nochmal sagen, weil ich habe dazwischen gequatscht. Das ist blöd. Ach, ist doch egal. Sag du mal, lieber Sebastian. Ach, lieber Sebastian, ich liebe dich dafür, dass du immer für mich da bist. Der nimmt das ernst, wenn ich lache. Nein, das ist nicht schlimm. Der schimpft ja nicht. Das. Ja, was macht ihr jetzt? Wo geht ihr jetzt was hin? Was trinken müssen wir nicht gut. Ja. Mal in die Innenstadt finden. Ja. Trinkt ihr, wie alt seid ihr denn, darf ich das fragen? Ich bin 15. Ich auch. Trinkt ihr schon Alkohol? Ja. So ein bisschen. Nicht viel. In geringen Maßen. Was ist das Tolle an Alkohol? Boah, es schmeckt gut. Cocktails oder so schmecken. Ja, Cocktails ist eigentlich so das A und O. Und wo würdet ihr sagen, wo ist die Obergrenze? Also wo sagt ihr, nee, mehr will ich jetzt nicht? Wenn ich merke, dass in meinem Kopf irgendwas ist. Ja, wenn einem schwindelig wird. Und dann sage ich, nee, komm, ich fahre nach Hause, leg mich ja, aber hin. Eigentlich, wenn es nicht mehr schmeckt, so. Ja. Nach einer Zeit schmeckt der nicht mehr, so der Alk. Also als ich 15 war, da haben die in meiner Klasse schon, also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr spät angefangen, Bier zu trinken. Ich glaube, ich war sogar über 20, das ist eine absolute Ausnahme. Aber die haben dann schon mit 16 sowieso schon, mit 15, dann immer in einer Reihe gestanden, also auf den Partys, das war meistens in irgendeiner Grillhütte, in einer Reihe gestanden und alle gekotzt. Dann haben sie halt irgendwie Wodka getrunken und Wein, alles ineinander. Das hat schön gehört und dann haben die alle gekotzt. Ich sag mal, einen schönen Abend noch. Danke. Und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ich will mich ja bei Promis nicht einschleimen, das mache ich nicht. Wenn ich aber echt total nett finde, das ist Thomas Hermanns. Ich hätte nicht gedacht, dass der hier in Aachen wohnt. Schauen wir mal, ob er da ist. You can see the streets of Archadelphia. Guck mal die Gebetsfahnen. Das sind Gebetsfahnen dort. Schau mal. Kannst du da mit den Zoom ranfahren? Stehen biblische Prayers dann auch. Das ist nicht zu erkennen. Und zwar hing das
hier. In Kathmandu. Hallo, Namaste. Ich komme von Kathmandu. Da war ich schon gewesen. Ich habe auch den Mount Everest gesehen. Ja, auch Aufnahmen davon, dafür gemacht. Dafür. Es gibt auch Aufnahmen davon, aber die sind leider alle schon eingekauft worden. Das war ein gewerbliches Projekt. Wie auch dieses, aber ein anderes gewerbliches Projekt. Und es darf dafür nicht verwendet werden. Für Buschkein deckt Deutschland. Außerdem ist ja der Mount Everest auch nicht in Deutschland. Wir dürfen ja noch nicht mal ein niederländisches Kloster zeigen. Was werden da die Nepalesen erst sagen, wenn wir sagen, wir wollen zwischendurch ein Bild vom Mount Everest einblenden? Ich denke, das gäbe richtig Ärger. Da würden selbst die maoistischen Rebellen sagen, hör mal, da schicke ich denen auch noch Sprengstoff. Nö, das wollen wir nicht. Nee. Vom Gequatsche jetzt nahtlos überleiten möchte ich gerne in den wundervollen Blick über, es ist nicht Paris, es ist wirklich Aachen. Ein sehr, sehr schöner Blick, aber überzeugen Sie sich selbst davon. Wir wollen auch so Häuser zeigen, die bald tot gemacht werden, weil die so alt sind. Da ist so ein, der sieht aus wie ein so eine Feuerwehr. Ja? Ja, Onkel Vogel? Wenn du so sprichst, verstehe ich dich nicht, was? Den sieht aus wie ein Feuerwehr. Stimmt. Es handelt sich eventuell um ein altes Fabrik, respektive / Feuerwehrgebäude, welches eventuell der Zerstörung anheimfallen soll. Man weiß es nicht. Aber es wird hier quasi auf digitalem Zelluloid für immer konserviert. In die Adern des Internets geschickt. Die Adern des Internets.